Ärzte. Erzähl ich euch gleich. Da bin ich wieder strikt mit Kick. Es ist Freitag, Freunde. Also für euch ist Freitag, für mich ist Mittwoch. Aber vor Freitag kriege ich das bestimmt nicht hochgeladen. Ich sehe gerade in der Kamera, eigentlich wollte ich dieses mühlige Regal diesmal rauslassen. Tja, Freunde, ihr müsst wieder damit leben. Es ist so warm. Heute ist ja der heißeste Tag in dieser Woche oder keine Ahnung. Aber was muss, das muss, ne? So, dann musste ich hier noch 20 Mal die Treppe hoch und runter, weil ich immer alles vergessen habe, was ich euch zeigen will. Hat mich schon wieder total geschafft. Nun ist ja keine 20 mehr. Also nochmal, herzlich willkommen, Strick mit Kick. Wenn du mich noch nicht kennst, ich habe eine kleine Wollfärberei und Strickdesignerei. Und du findest hier in diesem YouTube-Blog, Podcast, Vlog, keine Ahnung, das, was ich gerade auf den Nadeln habe, was ich gefärbt habe und was sonst noch so passiert ist. Ne? In meinem Unternehmen. Oh, mir ist so warm, Freunde. So, ihr könnt mich auch noch woanders finden, nämlich auf Instagram und Facebook unter Strick mit Kick. Oder ihr findet den Shop mit Blog und unter www.strick-mit-kick.de. Oh Gott. Also vielleicht kommen diese Aussetzer irgendwie häufiger. Ne? Oh, ich hoffe nicht. So, Werbung kommt hier auch. So. Fertig, kann losgehen, ne? Es ist so warm. Und dann unterm Dach. Aber vielleicht ändert sich das. Ja. Ich habe mich mit meiner persönlichen Unternehmensberaterin getroffen. Ich habe ja so zwei. Einmal mein Mann und einmal die Ina, ne? Die Ina, die, also, ne, wo wir das Hütchen kreiert haben, wo wir gesagt haben, Anne braucht einen Hut. Ja, wir haben uns mal wieder getroffen und jetzt haben wir gesagt, okay, ja, ist klar. Und Ina hat gesagt, das hier mit der Schräge geht nicht. Ja, Freunde, lasst euch überraschen. Wir treffen uns heute wieder, mal gucken. vielleicht kaufe ich noch schnell ein anderes Haus, dass ich da ordentliche Videoaufnahmen machen kann. Ja, das ist, ich glaube, das ist der Hitzekoller, ne? Mal gucken. Ich werde euch berichten. Also auf jeden Fall sind wir schon mal so weit gekommen, dass Anne braucht mal so ein Austauschhütchen. Also, ne, das wird ja vielleicht auch für euch langweilig, wenn das immer der gleiche Hut ist, ne? Ja, wir sind schon dabei. Und ja, es wird vielleicht demnächst auch einen anderen Hintergrund geben. Einen hübschen. Mal gucken, ne? So. Ich glaube, ich werde heute besonders viel machen. Das ist so warm, ne? Naja, egal. So, starten wir mal, ne? Auf den Nadeln. Auf den Nadeln ist ja immer so die erste Rubrik. Auf den Nadeln habe ich immer noch die Socken vom Sockenclub. Irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin blockiert, weil nur noch so wenig von dem Dunkelgrau da ist. Ich habe Angst, dass das nicht reicht. Und dann denke ich, nein, lass mal lieber. Dann ist noch genug da. Solange du nicht strickst, ist noch genug Grau da. Ja. Mal gucken, irgendwann werden die fertig werden. Also, aber die habe ich euch ja letzte Woche in die Kamera gehalten, sind noch nicht fertig. Also der zweite, der erste ist ja fertig, der zweite ist noch nicht fertig. Aber er ist ja jetzt auch warm, ne? Braucht man ja jetzt noch keine Stricksocken. Oder hat einer von euch jetzt Stricksocken an? Na, der Mann hat manchmal noch Stricksocken an. Aber momentan auch nicht. Wo ich immer sage, ey, es ist warm. Na, die sind aber gemütlich. Ja. Nein, aber ich glaube, momentan hat er gar keine an. Keine Stricksocken. Auf den Nadeln hatte ich allerdings auf der Nähmaschinennadel die Paperback-Hose. Ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, ich will ja so ein Crop-Top, also ne, so ein bisschen kürzeres stricken, was man auch so über ein Kleid anziehen kann oder mit so einer High-Waist-Hose. Und da war ich ja auf so eine Paperback-Hose gestoßen und hatte mir Stoff gekauft und habe gedacht, ja, mach mal. Und ein Schnittmuster hatte ich natürlich nicht, aber bei YouTube haben sie gesagt, ja, legt die Hose hin, zack, 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 hatte ich euch ja letzte Woche gemacht, habe ich gemacht. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, Anne, du willst mal so eine High-Waist-Hose. Oh, ich habe aber sehr high gemacht, ne? Eigentlich reichte das fast bis zum Hals. Und dann habe ich gedacht, boah, ist aber ein bisschen zu viel des Guten. Naja, nicht so ganz, ne? Und dann habe ich gedacht, ach ja, gut, dann schlag mal nochmal um. Also jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Lagen ich jetzt von dem oberen Teil habe. Ja, das ist ein bisschen sehr kompakt, sag ich mal, aber ist egal. Und es ist immer noch trotzdem noch ein bisschen zu hoch. Aber naja, aber man kann es anziehen. Also es hat noch keiner zu mir gesagt, ich soll sie ausziehen. Ich habe die schon getragen. Und die ist bequem. Also
formvollendet ist was anderes, ne? Aber das ist ja, soll ja so eine Paperback-Hose auch nicht sein. Das ist ja einfach nur, hau dich da rein und alles ist gut. Ne, ich zeige euch die mal hier nur so, so grob, weil wenn ich die anziehe, könnt ihr es ja auch nicht sehen, weil mein Kameraausschnitt ja so, ne, bringt ja nichts. Also, guck mal, so. Ja, ach, naja, ist halt eine Hose, ne? Ist halt eine Hose, aber ich finde den Stoff schön. Soll ich euch den mal zeigen? Guck mal, das ist so ein, kann man das sehen? Ich muss wieder lächeln. Kann man nicht sehen, ne? Das ist so ein karierter Stoff. Doch, so ein bisschen. So leicht kariert und das ist, ich glaube, das ist einfach nur Baumwolle. Mal gucken, wie lange die hält. Und ja, aber die ist schön leicht. Also die ist jetzt echt absolut perfekt für den Sommer. Und hier ist halt dieses Paperback-Gedöns mit dem Langgürtel noch, ne? Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Tragebild bei Instagram. So, also das war meine Nadel. Oh, diese Hose zu nähen, das war ja auch schon wieder ein Erlebnis, ne? Also nähen ist ja nicht meins. Oh, das sind dann ja immer so Sachen, aber ich glaube, das geht jedem so, der nicht so häufig näht oder mit Nähen anfängt, ne? So, dass man so Fehler halt macht. mein Highlight bei dieser Hose, also es waren einige Fehler, aber mein Highlight war, wie gesagt, das High war ja sehr high und da habe ich gedacht, naja, komm, du musst das irgendwie umdrehen, ne? Und dann habe ich, hab ich das so umgelegt, so wie ich die anhatte, damit ich so gucken konnte, ne? Anstatt das Ding auf links anzuziehen, so schlau war ich den Tag nicht, ne? Also, und dann habe ich das habe ich gedacht, ja gut, jetzt musst du ja irgendwie, aber du musst das ja umdrehen, um von der anderen Seite, also ne, von links zu nähen. So, und dann habe ich oben, da wo ich umgelegt hatte, Stecknadeln reingemacht, damit ich weiß, wo ich umschlagen muss. Habe ich auch gemacht und habe schön zugenäht und dann denke ich, ach, ja guck, die Stecknadeln sind ja drin. Und die konnte man ja jetzt nur nicht einfach rausziehen, weil die haben ja hinten so ein Nüdeldüdel, so ein Knöpfchen dran, ne? Da konnte es ja, oh, ich denke, Anne, bist du dämlich, ne? Oh, muss ich den ganzen, also nicht den ganzen Mist, ich habe dann da so eine Ecke wieder aufgepopelt und dann habe ich die da rausgenüdelt. Oh, habe ich gedacht, ey, du bist auch doof, ne? Mal ein bisschen nachdenken, aber lernen durch Schmerz, sage ich nur, ne? Ja. Ja, habe ich gelernt. So, also das ist fertig. Ich habe noch anderen Stoff für eine Hose, aber ich glaube, daraus mache ich keine Paperback-Hose, daraus mache ich eine andere Hose. Mal gucken, da habe ich, glaube ich, sogar ein Schnittmuster letztes Mal irgendwie gefunden. Werde ich, ich glaube, der Stoff ist ganz gut. Das ist ein farbenfrohes Schwarz. Ja, ja. Ja, aber das streckt eben immer noch, ne? So eine schlichte schwarze Hose, zack. Das macht mich gleich um 5 Nummern schlanker. So. Aber neben meinen Socken, die da, ich weiß nicht, wie lange noch auf meinen Sockennadeln, Garagen, Dingsbums da liegen werden, habe ich auch noch was auf den Nadeln. Oh, jetzt vertüdel ich das hier schon wieder. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich will dieses komische Crop-Top da irgendwie stricken. Und das habe ich jetzt angefangen. Und es ist jetzt so weit. Komm mal ein bisschen dichter. Das ist die eine Seite. Na, es ist natürlich wieder Brioche. Aber ich habe das ja schon angedroht, ne? Ja, ihr mochtet das Phantom ja ganz gerne. Da habe ich gesagt, ja, mache ich noch kurz ärmlich noch einen, ne? So, aber, also das ist die eine Seite. Das ist, glaube ich, die falsche Seite. Ja, also, aber ist ja egal. Bei Brioche kannst du ja machen, was du willst, ne? Kannst ja beide Seiten anziehen. Und das ist die andere Seite. Ne? Also hier hat man dann so den grauen Strich. Und hier ist es halt so dieser eine rosa-rote irgendwie Strich. Ich habe, ich stricke ja mit der Lachmöwe aus dem Shop und mit der goldenen Pflaume. Auch aus dem Shop grundsätzlich, aber ich weiß gar nicht, ob ich da noch welche von habe. Momentan. Und die habe ich zusammen. Und da habe ich jetzt mal gestrickt. Und die Lachmöwe ist ja dieses super, super, super feine Garn, wo ich euch ja gesagt habe, das habe ich noch nicht verstrickt. Das verstricke ich gerade. Also man merkt schon einen Unterschied. Also bei Brioche ist es ja halt ein bisschen schwierig, weil du ja irgendwie, Entschuldigung, Frosch im Hals, ja so Struktur drin hast, ne? So. Aber ich finde, man merkt es schon und es sieht, kann man das sehen, es sieht auch ein bisschen flauschiger aus. Könnt ihr das sehen? Also es ist wirklich echt. Oh, ist echt kuschelig. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn du da einen Schal draus machst oder so. Oder so eine Strickjacke. Oh, dass das total gemütlich ist.
Also Schal vielleicht noch mehr, weil man sich da so richtig, ne, sich das so reinmuggeln kann, wenn das kalt ist. Ja, richtig cool. Also finde ich gut. Finde ich gut. So, und jetzt. Ich kann mir sie auch mal umschüsseln hier. Also das Rundpasse wieder, ne? Ich habe 16 Abteilungen gemacht. So, guck mal. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Oh, ich bin ja schon richtig weit. Ich habe gedacht, oh du, oh, das wird diesen Sommer nichts mehr. Aber ich muss sagen, also wenn man so will, bis hier die Rundpasse, so viel habe ich gar nicht mehr. Das sind, ich habe letztens mal gerechnet. Ich glaube, das sind 3 oder 4 mal 16 Reihen. Also ist gar nicht so viel. Und dann bin ich, müsste ich eigentlich da sein. Obwohl ich da ja nochmal zunehme. Naja, dann werden sie ja mehr Maschen. Ne? Aber ich finde das eigentlich schon ganz gut. Also guck mal, das ist die rechte Seite. Aber wie gesagt, man kann das dann ja anziehen, wie man will. Aber das ist so die Seite, die ich eigentlich außen haben wollen würde. Kann es aber auch nochmal andersrum anziehen. Dann guck mal, da ist es dann mehr so. Läuft es mir so rosa durch. Das ist cool, ne? Ich habe euch ja gesagt, Brioche ist. Ah, das ist so gut, weil du hast zwei Teile mit einmal Stricken und einmal Wolle. Also voll effizient, Freunde. Fangt an, Brioche zu stricken. Ah, so. Oh, das war keine gute Idee. So. Sitzt alles. Oh, ja, so. Also, da werde ich jetzt weitermachen und ich habe mir überlegt. Oh, wie gesagt, das ist ja hier die Soll. Ne, ich habe hier so nur einfarbig mit der goldenen Pflaume. Jetzt habe ich das Grau im Vordergrund, die goldene Pflaume. Jetzt bin ich gerade dabei, das Rot im Vordergrund zu machen und das Grau im Hintergrund zu machen. Und dann werde ich das einfäden in das Graue, dunkelgrau. Warte mal, habe ich das hier liegen? Hier, so eins. Das ist allerdings dicker. Das sind 400 Meter. Das habe ich noch von meinem anderen Pulli übrig. Also ich habe da noch ein ganzes Knäuel übrig. Aber ich habe da nur ein Knäuel übrig, ne? Überlege ich gerade. Das könnte ja ein bisschen eng werden, weil ich wollte dann mit dem dunklen dann weitermachen und wenn die Rundpasse fertig ist, wollte ich unten einfarbig dann mit dem weiterstrecken. Ah, da muss ich mir nochmal überlegen. Aber auf jeden Fall finde ich, muss hier noch eine dunkle Farbe mit zu. Könnt ihr das sehen? Warte mal, wie mache ich denn das am besten? Ne? Glaube ich würde. Dann wäre der Kontrast hier dann irgendwie noch besser. So habe ich mir gedacht. Da muss ich mal gucken. Ansonsten muss ich mal gucken. Färbe ich mir dann so ein schönes dunkellila, ne? Ich habe noch nicht neu bestellt, schwarz. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass ich da so ein bisschen gefrustet war, dass das mit der Farbe nicht funktioniert hat. So. Also das habe ich auf den Nadeln, da werde ich nachher auch noch weiter stricken. Habe ich voll Bock drauf. Geht auch noch. Also auch wenn 40 Grad sind, aber rutscht noch gut an der Nadel lang, muss ich sagen. Tolle Wolle, Freunde. Kauft euch die mal. Die ist gut. Also wie gesagt, das sind ja die Lachmöwe. Also im Shop sind auch noch andere. Das ist ja die super weiche Wolle mit. Oh, da ist es wieder, ne? 800 Meter. Und Wolle Seide, also die goldene Pflaume ist Wolle Seide. Und die hat 700 Meter auf 100 Gramm. Also die sind relativ gleich. Also relativ gleich, ne? So, also da habe ich ja zuerst gedacht, ich stricke da ewig dran, weil das so dünn ist. Aber geht. Ja, geht. So, was hab ich, mehr habe ich gar nicht auf den Nadeln, reicht auch, ne? Aber ich habe noch was auf dem Spinnrad. Ach, guck mal, ich hätte ja eigentlich auch das gefärbte Dingsbumsbums. Aber das habe ich fotografiert bei Instagram. Da könnt ihr reingucken, wenn ihr wollt. Oh, ich habe euch ja in der letzten Woche erzählt, dass ich mal wieder so voll Bock auf Spinnen habe, ne? Aber man irgendwie eigentlich gar keine Zeit hat, weil Spinnen, und ich mag ja, also. Was heißt, ich mag kein dickes Garn? Mag ich schon, aber wenn ich mir was aus dickem Garn stricke, dann sehe ich ja noch kolossiger aus, ne? Also kannst vielleicht irgendwie einen Schal machen oder vielleicht auch eine Mütze. Aber wenn du dir einen Pulli aus so ganz dickem Garn strickst, nein, nicht vorteilhaft, Freunde. So, das heißt, man muss dann ja dünn spinnen. Und dünn spinnen dauert halt, ne? Also ich habe früher gedacht, also oder als ich anfing, ja, mach mal, ne? Und wenn du wirklich mal auf die Uhr guckst, das dauert schon, ne?
Und darum habe ich so in letzter Zeit habe ich nicht mehr gesponnen, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Und dann habe ich letztens aber wieder so viele gesehen, die gesponnen haben, ne? Oh, und ich dachte, boah, eigentlich hast du da voll Bock drauf, ne? Oh, Freunde, und dann am Wochenende habe ich mir schön Wolle gefärbt. Und habe angefangen zu spinnen. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so, weil das hier noch so blöd rumgewickelt ist. So, guck mal. Und also ich habe noch nicht mal eine Spule voll. Also ich habe am Sonntag gedings, weil Kind Nummer 1 hatte seinen letzten Ballettauftritt da im Theater in Lübeck. Und Kind 2 wollte sich das unbedingt angucken. Und der Mann wurde verpflichtet, sich das anzugucken. Ich sag, das guckst du dir auch an. Du musst auch leiden. Aber er sagt, war nicht so schlimm wie gedacht. Aber also wie gesagt, die Kinder waren richtig, richtig gut. Ne? Das war aber auch das Einzige an dieser Vorstellung. Leider. Ja, auf jeden Fall. Und da hatte ich nämlich Zeit und habe gedacht, jo, jetzt spinnst du. So, pass auf, Freunde. Und jetzt, so weit bin ich. Ich habe die Spule mal runtergenommen. Guckt mal. Oh, die ist toll, ne? Die Farben. Findet ihr es gut? Ja, ich finde es gut. Und ich glaube, also ich habe jetzt die Wolle gefärbt und das, was ihr hier so seht, was so in grün, türkis, bla 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 ist, das ist das Gefärbte. Und das Graue ist einfach Alpaka, das schon grau ist. Und hier oben könnt ihr so ein bisschen sehen. Ich hole das mal ein bisschen, popel das mal raus. Hier oben seht ihr das? Das ist Merino mit Seide schon gemischt. Das der Strang, ne? Der Kammzug, nicht Strang, der Kammzug. Und der ist schon so schwarz, den habe ich so bestellt. Und jetzt fisse ich das ein. Ich wollte das eigentlich, also ich nehme die immer zusammen. Ich habe die geteilt, die Stränge, und nehme dann immer das Schwarze, das Graue und das Bunte zusammen. Und mein Plan war eigentlich, dass es sich dann ja halt so vermischt miteinander, ne? Nein. Das verhakt sich nicht, weil das Schwarze ist wahnsinnig glatt, weil da sehr viel Seide drin ist. Und das Alpaka ist auch glatter als das Gefärbte. Das ist nur Merino. Aber ich glaube, ein bisschen Seide oder Tencel ist da drin. Und das ist zu glatt, das verhakt sich nicht ineinander. Das heißt, so das bunt gefärbte rutscht immer ab, sodass man dann doch immer mehr so das eine spinnt. Also entweder halt das Bunte oder das Schwarze. Also nicht mal das Schwarze und das Graue vermischt sich so ein bisschen. Also die rutschen alle aneinander ab. Das finde ich ein bisschen doof. Ist aber nicht schlimm. Also jetzt gucke ich dann immer, manchmal klappt es, dass es so ein bisschen miteinander sich vertüdelt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Also hier seht ihr so ein bisschen, könnt ihr das sehen? Das ist hier so ein bisschen schwarz, hier, ne? Schwarz und grün, und hier unten ist ein bisschen grau und irgendwas. Aber der Plan war ein anderer, aber ist nicht so. Naja, und nun mache ich, wechsle ich dann halt immer mal so ein bisschen ab. Manchmal klappt es, dass es sich so ein bisschen schon der eine Faden vertüdelt, dass es zweifarbig ist. Meistens aber nicht. Naja, ist dann halt so. Dann spinne ich halt streckenweise und wechsle das dann aus. Und das wird dann ja nachher sowieso noch verzwirnt, sodass es dann nachher zu einer Minierung eigentlich kommt. Aber ich mag nicht so gerne, ich mag nicht so gerne Garn, wo der eine Faden, also wenn man jetzt so Perlgarn macht, das heißt, wenn man so zweifach verzwirnt, wenn der eine Faden halt meinetwegen rot und der andere schwarz ist und du dann verzwirnst, so, das sieht, oh, ich finde, das sieht immer so ein bisschen billig aus. Ich mag das halt, ich mag das nicht so, mag ich nicht so. Also, und von daher, aber dadurch, dass ich ja hier mehrere Farben habe und dann die nächste Spule auch halt so spinne, wird sich das dann ja, also vertüdelt sich das dann ja, weil das nicht so ein Faden glatt und ein Faden glatt ist, ne? Das ist ja hier dann schon so ein bisschen bunter. Aber ich finde die Farbe total schön. Mag ich gerne. Finde ich gut. Und ich habe nämlich überlegt, ich werde demnächst färben. Ich habe euch ja letzte Woche gesagt, ich färbe. Es kam ja schon wieder das Leben dazwischen, ne? Aber ich werde, habe mir überlegt, ich werde, wenn ich dann mal wieder dazu komme, Stränge so färben. Ne? Also da müsste ich mal schwarz haben, ne? Fällt mir gerade ein. Also es wird noch, also
Das muss ich jetzt bestellen. Aber so mit so Türkis und so Grün und Grau und Schwarz, ne? Also, weil ich finde so, das sieht schön aus, ne? Ich finde das hübsch. Ja, werde ich mal versuchen, so hinzufärben. Was für eine tolle Überleitung. Also, man könnte mich im Fernsehen anstellen. Kommen wir noch zum Färben, ne? Ich wollte färben, Freunde. Ja, das war, also ich war wirklich, das war der Plan. Und ich hatte euch ja erzählt, dass unser Keller unter Wasser stand. Ne? Hatte ich euch erzählt. So. Und damit hatten wir dann praktisch auch die ganze letzte Woche zu tun. Naja, was heißt also bis zum Wochenende. Wie war denn das? Oh Gott, ich bin völlig aus der Zeit gefallen. Warte mal. Wann habe ich denn. Ach, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall hatten wir eine ganze Woche damit zu tun, das noch rausräumen und das noch trocknen und hast du nicht gesehen. So. Und dann waren wir letzte Woche. Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Letzte Woche, genau. Ich hatte ja aufgenommen, dass ich noch losfahren muss, ne? Habe ich euch ja erzählt. Ich habe euch erzählt, ich muss noch losfahren, will mir Stoff kaufen für die Pepe-Werkhose, genau. Und justamente an diesem Tage, als ich dieses Video aufnahm und wir nachmittags in Nürnberg waren, ich mir Stoff für meine Pepe-Werkhose gekauft habe, kommen wir nach Hause und dann schreibt der Mann mir, ja, ist bei euch auch schon alles zu spät? Ich so, hier ist nichts, ne? So, ich steige aus dem Auto aus, wir gehen rein und es geht los. Regen. Oh, habe ich gedacht, meine Güte, ne? Donnerregen. Ich denke, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich denke, so, also ich im Keller. Ne? Ein Kellerraum, noch ein Kellerraum, noch ein Kellerraum, noch ein Kellerraum, noch ein Kellerraum, Heizungskeller. Oh, Gott sei Dank, nichts, ne? Ich gucke nochmal, weil ich hatte ja den Plan, es kommt von der Terrasse, ne? Der Mann sagte, unsere Bodenplatte, wir müssen die Bodenplatte austauschen. Ich sage, hör doch mal auf mit der Bodenplatte, das ist die Terrasse. Ach, warum hört man nicht auf mich? Ah. Ich sollte mich auch manchmal als Medium selbstständig machen, denke ich so, ne? Ich bin so gut. Ich bin so gut, Freunde. Wenn ihr was wissen wollt, ruft doch an. Ich brauche nicht mal Karten, ich kann euch das so sagen. Oder Pendel oder so. Freunde, ruft mich an, ich sage euch, wie das läuft. Also ich hatte ja schon gesagt. Terrasse, Freundchen, Terrasse. So. Wollte er mir ja nicht glauben. So, also ich dann mal, ne, weil das nicht aufhörte zu regnen, ich also an die Terrasse und ich so, oh, Scheiße. Ja, Terrasse ist das Problem, ne? Also, die Regenrinne lief über. Genau an der Stelle, wo sich das Wasser sammelte, weil die Terrasse abgesackt war. Dummerweise war dieser Tiefpunkt genau vor dem Kellerlicht. Versteht ihr die Problematik? Und es stieg und stieg und stieg. Und ich denke, Scheiße, das ist doch schon höher als dieses Kellerlicht, ne? Also ich runter schön in den Heizungskeller. Ja, es fing an zu laufen. Oh, ich denke, no! Ich schnell die Pumpe geholt, zack, ne? Oh, und aufgrund unseres Wasserschadens, ja, ein paar Tage vorher, stand nichts mehr da, wo es stand. Auch die Eimer nicht, Freunde, ne? So, also ich siegessicher im Wäschekeller, wo sind die Eimer? Oh, ich erstmal irgendwie geguckt, ja, dann hatte ich irgendwie zwei Eimer, ich denke, alles klar, ne? Gepumpt, zack, Eimer genommen, in den anderen Eimer die Pumpe rein. Ich bin noch nicht mal beim Waschbecken, was wirklich nur 10 Schritte sind. Ich denke, was plätschert denn da so? Da war der zweite Eimer schon voll, ne? Und lief über. Ich so, oh, ich so, Kinder runterkommen, ne? Kind zwei, nee, Kind eins machte Hausaufgaben, Kind zwei machte irgendwas, ich sag, los, runter. Ich muss Hausaufgaben machen. Ich sage, das ist mir total pupsegal. Wir machen jetzt eine Eimerreihe. Sucht Eimer, sucht Eimer. Oh, hatten wir wieder ein Erlebnis, ne? Oh, und wir haben gepumpt und geschippt und gepumpt und geschippt. Oh, und es lief und lief. Aber draußen Gewitter. Ich denke, wenn du jetzt rausgehst und das Problem versuchst, draußen zu beseitigen, dass es gar nicht reinkommt, ne? Dass man halt draußen auf der Terrasse einen Eimer schippt, dann wirst du vom Blitz erschlagen bei deinem Glück, ne? Also habe ich mal gewartet. Ich denke, oh ja, jetzt ist der Donner ein bisschen weiter weg. Jetzt ist das ne alles klar, dann gehen wir raus. Und dann habe ich draußen geschippt, damit das nicht mehr reinkommt in den Keller. Ja, ist alles gut, ne? Aber ja, so viel dazu, ne? Also man hatte wieder zu tun. Also ein bisschen was war dann doch noch so in den Restkeller da drumherum gekommen. Naja, auf jeden Fall nichts mit Färben, Freunde, ne? Und dann kam noch dazu. Puh, habe ich das erzählt? Nee, ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt, ne? Ach, wenn nicht, dann spult einfach vor. Also, wenn ich euch das schon erzählt habe. Weil, also, die letzte Woche war dann ja auch so ganz dolle anstrengend und diese Woche jetzt eigentlich auch, weil Kind 1 verlässt ja die Grundschule. So. Also, Abschiedsgeschenk für den Lehrer. Ja. Ne? Ich sage, ja, man könnte das machen und das machen. Ah, ja, das ist gut, das mach mal.
Ich so, hä? Ich habe hier nur Vorschläge gemacht. Ja, ach, das ist doch super, du kannst das. Wenn du das schon mal gemacht hast, dann mach das doch nicht so. Ja, und dies und das und das funktioniert ja nicht und so. Ich sage, na, ihr müsst doch nur mal einen Zettel schreiben, damit das. Ja, machst das? Ich so, oh, meine Güte, ne? Und ich bin dann ja immer so, dass ich denke, na, so ein Zettel ist ja nicht das Problem, ne? Und dann denke ich, ja. Aber es summiert sich ja alles, ne? So, also bin ich auch noch für das andere Geschenk zuständig. Natürlich, komm, gib her. So, dann verlässt die Mathelehrerin von Kind Nummer 2 die Schule, weil die in Rente geht. Ja, wie wär's denn mit dem Abschiedsgeschenk? Natürlich, überhaupt kein Problem. Ne? Da ich ja der Oberindianer bin da in der Klasse, natürlich mache ich. Ne? Habe ich das auch noch gehabt? Dann, dann war die Klassenlehrerin von Kind 2 ausgefallen. Überraschend, ja. Gestern war das Sommerfest. Also das heißt, das Sommerfest musste noch zu Ende organisiert werden. Ja, mach das mal an. Ja, überhaupt kein Problem. Das mache ich doch mit links. Ich habe nur schon 20 Bälle in der Luft, aber hey, jonglieren ist für mich überhaupt kein Problem. Oh. Ja, wie ist denn mit Grillen? Dieser Grillen fällt aus. Jeder bringt was mit. Ich sage, nein, nix. Und es war so schön. Es war echt nett gestern. Es war warm, aber es. Aber wir hatten richtig Spaß. Also die Kinder haben draußen wilde Sau gespielt, wo man immer denkt, ey, wir hätten da schon nach 5 Minuten am Boden gelegen, ne? Aber die haben ja Energie. Wo haben die die her? Oh, ich glaube, die entziehen sie den Eltern. Auf jeden Fall. Also das hatte ich dann auch noch. Dann verlässt die FSJlerin die Klasse und in der Elterngruppe wieder. Ja, aber die war doch so nett. Können wir da? Ja. Hab ich schon. Ich hab schon was. Alles gut. Ah, ja. Und dann. Musst du das? Ja, du hast ja so die Ideen und weißt, was du machen musst, aber oh, so eine Sache, wo du sagst, ja, mache ich dann noch schnell, ne? Dann lässt man sich das immer bis zur letzten Minute, ne? Und dann kommen so Pleiten, Pech und Pannen, dann reicht dir der Heft dann nicht, dann muss ich noch wieder los und ah, oh, Freunde. Aber, also von daher, aber jetzt bin ich soweit, glaube ich. Mal gucken, ne? Also ich könnte jetzt mal wieder färben, demnächst. Ich hab auch noch gefärbt, was ich euch nicht gezeigt habe. Das habe ich auch noch nicht im Shop drin, weil das auch noch trocknen musste. Aber es ist halt nicht so wahnsinnig viel. Eigentlich wollte ich euch viel mehr zeigen, ne? Mal gucken, vielleicht nächste Woche. Hier, sind nicht mal schön zusammengedreht, glaube ich. Oh, guck mal, ist rausgegangen. Warte, ich versuche das hier nochmal schnell hübsch zu machen. Na, guck mal, das habe ich gefärbt letztens. Könnt ihr das sehen? Ich komme mal dicht. Nee, ich komme nicht dichter. Könnt ihr das sehen? Da. Schön, ne? Ist mit so einem Vanillegelb, würde ich sagen. Und Türkis und Lila. So ganz kleine Sprenkel. Also hier ist wieder ein bisschen mit Sprenkel. Ich habe mal wieder ein bisschen mit Sprenkel gemacht. Erkennt man das? So, stelle ich euch in den Shop. Mache ich euch fertig. Ne? Ja, aber und demnächst mache ich mal wieder mehr. Oh, aber vielleicht strickt ihr momentan sowieso nicht so viel, ne? Oh, wer weiß das schon. Aber ich finde, Stricken geht immer. Ah, ich weiß nicht, Stricken geht immer. Also, ich hatte das, war das letztes Jahr, wo das, also da war es ja auch so richtig eklig, ne? Und da war es ja manchmal schon ein bisschen schwierig, so, also wenn man so schwitzige Hände hat. Aber das geht noch dieses Jahr, finde ich. Das geht noch. Und dann, ja. Also, gefärbt habe ich nicht so viel. Irgendwelche Taschen genäht habe ich auch nicht. Nadelgarage. Also, letztens haben ein paar runtergeschrieben und das Video, die würden weiter Sockenclub machen, auch ohne Anleitung. Ja, Freunde, dann werde ich sowas mal in den Ring schmeißen, ne? Ja. Ich denke mal, Ende August werde ich das in den Shop stellen, dass man das kaufen kann. Und dann machen wir es wieder zu Mitte September, dass die Dinger rausgehen. Die Sockenclubse, ne? So machen wir das. Ich weiß auch noch nicht, was ich für ein Thema nehme. Also, irgendwie ein Thema schon, aber diesmal mache ich ohne Anleitung, weil ich das zeitlich einfach nicht schaffe. Also ich habe schon eine Idee. Also der Sockenklubber danach. Komm, wir sind jetzt alle Sockenklubber. Ja, wie geil ist das denn, ne? Den Sockenklubber. Ja, Freunde, bei uns heißt das nicht Sockenklub, bei uns heißt das Sockenklubber. Wir sind ja auch hier die Strick mit Kick-Leute, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich muss ins Wasser, ich muss in den See, ich muss in, weiß ich nicht, mal gucken. ja, der Sockenklubber danach. Da gibt es, glaube ich, wieder Sockenanleitung, aber da muss ich mal gucken. Ich habe schon ich hab einen Plan und ich weiß auch, ja, aber ich muss mal gucken, wie ich das umsetze. Und ach, mein Problem ist ja, ich mag ja den zweiten Socken nicht. Oh, stricken, ne? Das ist so unnütz. Das hat man ja schon mal gestrickt. Das ist dann auch langweilig, weil man denkt so, oh, hast du schon mal gestrickt? Warum jetzt nochmal? Aber man hat nur mal zwei Füße, ne?
Also ich hänge auch an meinem zweiten Fuß, aber es ist ein bisschen. Aber das wird großartig, wenn das so funktioniert, wie ich das denke. Aber ich verspreche euch da noch nichts. Also, weil es kommen ja nur wirklich die Ferien. Es ist warm und ja, man muss dann ja auch ein bisschen die Kinder bespaßen, ne? Ansonsten sitzen die ja nur vor der Glotze oder vom hier YouTube oder vor Daddel-Gedöns oder wie auch immer, ne? Also Kind 1 ist ja nur in dem Alter, wo das losgeht, wo man wirklich sich Gedanken machen muss, wie man die da wegkriegt, ne? So als Kind waren die ja schnell ablenkbar, ne? Aber so mittlerweile, ist das gar nicht mehr so einfach, ne? Da muss man irgendwie gucken, wie man die kriegt, so von hinten durch die Brust irgendwie, ne? So. Also von daher wird also also es wird bestimmt Videos geben, aber dann nicht so ausschweifend, glaube ich. Also eins wird bestimmt ein Werbevideo werden, wo ich euch Wolle zeige, ne? Aber ansonsten mal gucken. Mal gucken. Ja, vielleicht kriege ich ja auch bis nächste Woche dann top fertig. Ja, komm, sind wir doch mal optimistisch. Genau. Aber nur, dass euch nicht wundert, also erwartet nicht zu viel in den nächsten 6 Wochen. Ne? So, wie gesagt, Ferien und hast du nicht gesehen. Und der Mann hat, glaube ich, sogar 4 Wochen Urlaub. Da lassen wir es mal richtig krachen. Mal gucken, was wir machen. Da muss man ja noch einen mehr bespaßen, ne? Also, es kann sein, dass das dann alles ein bisschen kürzer ausfällt. So. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, Freunde. Wie nenne ich es denn? Fanmomente oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde, ich kriege jetzt mittlerweile Post. Ne? Also es ist ja nicht nur, wenn ich Leute von euch treffe und so, dass das, ne? Oh, können wir uns mal drücken? Ja, natürlich, Freunde, kommt vorbei, wir drücken uns, überhaupt kein Problem. Und aber ich habe letztens, also das ist eigentlich schon ein bisschen länger her, Post gekriegt. Und das war so süß. Und da drin waren. Oh, da musste ich noch zur Post und nicht denken. Ich muss so zur Post ein Päckchen. Hast gar nichts bestellt. Und dann fiel mir ein. Ah! Ich erstmal aufgerissen und ich denke, oh, ja. Da wurde ich nämlich angemeldet von jemandem, der auch mal guckt. Ja, so ganz verstanden habe ich es irgendwie nicht. Auf jeden Fall sind es Ballettschuhe aus dem Theater in Wiesbaden. Und ne, weil Kind 1 und 2 ja Ballett tanzen und Kind 1 ja jetzt Spitze tanzt. Und sie hatte gesehen bei Instagram, wie ich hier die Bändchen annähe. Und hat sie gesagt, oh, das ist genau die Marke, die wir auch haben und nicht mehr benutzen. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, und jetzt hat Kind Nummer 1 professionelle Spitzenschuhe. Wie geil ist das denn? Wer kann mit 10 sagen, ich habe professionelle Spitzenschuhe? Extra fürs Theater hergestellt. Wie geil ist das denn, ne? Ach, das war so toll. Und das Kind hat sich so gefreut. Und Kind 2, naja, mein Gott, sie tanzt keine Spitze, aber sie hat sich die auch mal angeprügelt, ne? Und war so stolz. Und ach, guck mal hier. Und dann lief sie, ne? Und wenn du ja so eine Spitzenschuhe an hast, dann rennst du ja wie so eine Ente, ne? Und so schützt sie sich so, wie so ein Pinguin. Und dann waren dann noch so Balletttrikots und so, das haben die sich auch gleich übergeworfen. Oh, die sehen so Zucker da drin aus, ne? Oh, danke, danke, danke. Und dazu gab es für die Mutti, ne? Für die Ballettmutti, gab es Sockenwolle, wie geil, ne? Von Opal. Und ich muss sagen, es gibt ja dieses, auch ein Opal-Sockenabo, glaube ich, ne? Also, ja. Also. Aber wie soll ich sagen? Also ich mag Socken schon stricken, weil ich Stricksocken cool finde. Und man ist ja eigentlich, was heißt schnell fertig, aber, ne? So, also du bist ja schneller fertig als mit dem Pulli. Seien wir mal ehrlich. Aber so ein Sockenwoll-Abo habe ich noch nie gemacht, ne? Aber ganz, ich weiß von ganz vielen, die Opal haben. Und ich habe auch noch nie Opalwolle verstrickt. Und ich habe jetzt, guck mal hier. Die habe ich gekriegt. Heißt sie irgendwie? Weich und saugfähig heißt sie. warte. Nee, steht nicht. Die heißt Opal-Abo. Keine Ahnung. Das steht nicht. Da, keine Ahnung. Auf jeden Fall voll cool. Die Farben finde ich richtig super, ne? Also ich mag hier so ein Rosenholz und so. Ja, muss ich mal gucken, wie das dann verstrickt aussieht. Werden auf jeden Fall die nächsten Socken. Freunde. Ja, vielen Dank nochmal. Also wir haben ja auch gemeldet. Richtig cool. Also werde ich bei den nächsten Socken kommt die hier zum Einsatz. Bin ich gespannt, wie sich die
wie, was für ein Muster die ergibt, ne? Kennt einer die? Hat einer die von euch gestrickt? Sagt mal. Könnt ihr ja schon mal sagen, ob das Streifen werden, ob das Wildert, ob das Karos werden, ob das Herzen werden. Hier, ich zeige euch die nochmal. Ne? Ja, sagt mir doch mal. So, das habe ich gekriegt und dann, Freunde, habe ich letzte Woche, ich glaube, das war sogar, wann waren das? Ich glaube, am Tag, nachdem ich wieder den Keller ausgepumpt habe, habe ich Post gekriegt. Im Briefkasten ein Päckchen. Nicht so. Was ist das denn? Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich denke, das schickt mir eine Antrax oder so, aber ich denke immer, was ist das? Na? Und dann habe ich gedacht, so mach mal auf. Ne, okay. Es knallt nicht. Ist alles gut, ne? So geilo. So, dann habe ich auch eine ganz süße Karte gekriegt. Oh, denke ich, guck mal, alles ist gut. Es ist ihr wohlgesonnen, der Absender, ne? Oh, voll toll. Und dann habe ich, also als wenn du es geahnt hättest, ne? Habe ich gekriegt, oh, hier, abschalten. Zack. Ne? Und ich glaube, Martina hat auf Instagram das Foto gesehen gehabt. Ja, die muss auf Instagram das Foto gesehen haben, wo ich gesagt habe, ja, hier mehr Mut zur Realität bei Instagram und ich meine Pumpe gezeigt hatte im Keller. Und das war ja aber noch vom ersten Desaster. Und weil hier steht nämlich, warte, wo steht's denn? Für die Nerven. Genau. Achso, es soll dir alles einen guten Moment bescheren nach dem Chaos bei dir. Und da habe ich gedacht, woher weiß sie davon? Ja, aber es wird das gewesen sein, ne? Und ich, also wie gesagt, und zwischendurch hatte ich schon das zweite Mal geschippt. Ich glaube, ne, Martina, ich glaube, du hast das gesehen. Und dann habe ich schön zum Abschalten. Ja, 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 wie cool, ne? Also da werde ich mich hier demnächst da reinwerfen. Das ist so cool. Und aber was so richtig cool ist, ja gut, die Schokolade habe ich auch gekriegt, natürlich, ne? Also ohne Schokolade geht es ja nun auch nicht. Habe ich sogar noch nicht gegessen, ne? Also guck mal, Freunde, so schlimm war es noch nicht. Schicksal kann, ach, gib mir noch mehr, ich halte das aus, ich brauche nicht mal Schokolade, um das durchzustehen. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. So, und dann aber das richtig Geile, Freunde, das Ultimativste, was hier drin ist. Ah, voll cool. Pass auf, so, guck mal. Könnt ihr das sehen? Krönchen! Ja, oh, das ist so eine geile Gießform, ne? Und Martina dachte so an den Sockenclub und Krönchen und Maschenmarkierer, ne? Weil ich ja gesagt hatte, Krönchen ein bisschen schwierig. Ah, da hat Martina mitgedacht. Sehr gut, ne? Und dann bin ich auch gleich los und habe meine hier Fimo-Dingsbumsbums geholt. Aber leider funktioniert das nicht. Das ist zu labberig, sag ich mal. Und die Fimo ist zu hart. Also ich habe die geknetet und geknetet und geknetet, aber die wurde nicht so weich und geschmeidig, dass die hier entspannt reinging. Also für Fimo funktioniert sich, aber ne? Martina hat auch geschrieben, ach, du findest bestimmt irgendwie was. Ja, finde ich. Finde ich. Und zwar soll ich euch das schon mal verraten. Ich habe überlegt, man kann da ja auch Beton reingießen. Es gibt ja auch so Schmuckbeton, ne? Aber ich glaube einfach, nee, das geht zu schnell kaputt. Also wenn das da mal irgendwie ein bisschen auf dem Tisch oder du haust da mal irgendwie ran, ich glaube, das geht zu schnell kaputt. Also ist das auch nicht so. Aber, Freunde, ich habe letztes Jahr feste Handcreme gemacht. Mit Bienenwachs und Kakaobutter und bla bla bla. Und mit hier stink, ne? Hier so mit Duft. Und das würde damit richtig gut gehen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich hatte noch keine Zeit, Freunde. Ich musste den Keller auskippen und irgendwelche 1000 Geschenke machen und was weiß ich was nicht, ne? Aber das werde ich mal ausprobieren. Und dann kriegt ihr immer zu eurer Bestellung, weil die Hände müssen ja einfach geschmeidig sein, ne? Und gerade nachher auch so im Winter, wenn die Wolle so an rauen Händen hängen bleibt, ich habe das immer hier so an den so da am Nagelbett oder so manchmal. Das nervt, ne? Und dann so eine feste Handcreme. Freunde, in Krönchenform. Ja! Habe ich mir so überlegt. Werde ich mal ausprobieren demnächst. Oder ansonsten, irgendwas kriege ich da schon noch hin. Oder man muss ein Gießharz nehmen oder so. Ja, es ist ja nicht so, dass man Ideen hat, ne? Ja, Maschine, danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Voll cool. Ja, schön war's. Ne? Ach, schreibt mir doch einfach eine Karte. Freue ich mich auch. Möchte auch mal schöne Post kriegen. Ach, obwohl, seitdem ich die Kanzlei nicht mehr habe, kriege ich eigentlich nur noch schöne Post.
Ja, ich finde das so schön. So, ne? Ach, da hatte man immer einen Briefkasten irgendwie. Oh, die Gegenseite wollte immer nie so, wie man selber wollte, ne? Mann, Mann, Mann. So, genau. Dann bin ich durch, Freunde. Ne? Es soll ja hier nicht ausarten in eine ganze Abend- und Nachtunterhaltung. Es soll ja locker flockig sein, ne? Außerdem müsst ihr jetzt irgendwie erstmal ein Eis essen gehen und so, es ist viel zu warm. Legt euch in die kalte Badewanne. Ja, sowas, ne? Wir werden nachher schön schwimmen gehen, glaube ich. Ja, ich glaube, das werden wir mal machen. Genau. Dann treffe ich mich ja mit meiner Unternehmensberaterin und dann gucken wir mal. Ja, ich freue mich schon. Ich habe sogar schon aufgeräumt. Weil wir so überlegt haben, okay, wo ist hier im Haus noch Platz, wo man richtig was reißen kann? Ich sage, es ist eigentlich nur noch da und da. Ja, gut, wir probieren mal. Oh, alter Schwede, dann habe ich. Und darum kam ich auch nicht zum Färben, Freunde, ne? Weil ich muss euch sagen, wir haben ja langsam so ein Platzproblem, ne? Weil die Wolle, also wie ihr feststellt, im Keller kann ich die nicht lagern. Mein Büro hier ist viel zu klein. Also da passt nichts rein. Also nein. Also selbst wenn man wollte, es geht nicht. Da ist einfach kein Platz. Und jetzt stand die Wolle immer im Flur oder irgendwo. Dann diese Kartons. Das ist natürlich auch nicht so geil, ne? Wenn, also das sieht immer aus, als wenn du gerade umziehst, ne? Das ist nicht schön. So. Und ja, ich habe jetzt ein Wolllager. Ja. Da bin ich nämlich gerade bei und mache das alles ein bisschen. Ja, das wird hier professioneller, Freunde. Irgendwann schmeiße ich die anderen alle raus, damit ich hier genug Platz habe. Genau. Nein. Alles gut. Nein. Ich liebe meine Familie. So. Okay, so, also, aber wie gesagt, mal gucken. Also, wenn Ina und ich zusammen sind, dann geht's immer los. Das war auch kleine Anekdote am Rande, bevor ich hier ausmache. Als ich gesagt habe, ey, ich höre jetzt auf mit dem scheiß Jura-Kack, ne? Ich sage, ich mache jetzt nur noch was mir Spaß macht. Ich werde jetzt Wolle färben und Wolle verkaufen, ne? Und das war so eine Party, wo eben Ina auch war. Und dann haben wir uns ja erstmal in der Ecke verkrümelt, weil ja, waren nicht so spannende Leute so. Und Ina so, ja, ne, hatte ich euch doch erzählt. So, na, und hier, ne, sie fing ja an, ja, also, ne, also, wir haben nur die Strapse gefehlt, ne, wo ich dann sagte, Ina, nee, nie im Leben, ne, also, hier Hütchen fanden wir gut, ne, und also, unser O-Ton, als wir anfingen, so brain zu stormen, war auf jeden Fall aber kein Strickponcho, ne, ich stelle mich nicht mehr im Strickponcho hin. Nichts gegen Strickponchos, aber Freunde, wenn ihr so ein bisschen Marketing-affin seid oder wie auch immer, du musst ja dahin, wo die blauen Fische schwimmen. Ne? Also du musst ja irgendwie dich abheben, du musst ja anders sein. So. Und die meisten Leute haben ja ihre gestrickten Sachen an. Dann auf dem Markt und was weiß ich was nicht. Ist auch alles gut. Ich nicht. Ich habe, also bis jetzt habe ich noch nie selbst gestrickte Sachen angehabt, wenn ich verkauft habe. Also, nee. Ne? Ich habe dann immer mein Hütchen und dann habe ich meistens ein Kleidchen. Und also kein Strickkleidchen, ein anderes Kleidchen und so. Man muss sich ja abheben. Ne? So, und wie gesagt, unsere ersten Sätze waren zeitgleich aus unserem Mund, aber kein Strickponcho. So. Und dann kam irgendwie dann da so eine des Weges und so, ja, was macht ihr? Ja, ich sag, wir unterhalten uns hier gerade und so, na ja, und so, haben das mal so kurz umrissen. Und was sagt die? Ja, ich würde so einen Strickponcho nehmen. Und Ina und ich so, nein. Und wir haben festgestellt, okay, wir harmonieren sehr gut zusammen. Und darum läuft das auch, ne? Also ja, ich bin gespannt, was heute rauskommt. Ja. Ach, Freunde, so. Also. Ich stricke auf jeden Fall meinen Crop Top weiter und keinen Strickponcho. Aber wie gesagt, nichts gegen Strickponchos. Macht auch Strickponchos. Vielleicht mache ich auch mal irgendwann Strickponcho. Ja, kommt bestimmt auch noch. In Brioche. So, aber jetzt, Freunde, holt euch ein Eis. Haltet eure Füße in Swimmingpool, in Babypool, in eine Schüssel mit Wasser oder keine Ahnung. Oder macht irgendwas, außer ihr, also Hauptsache ihr überlebt diese Hitze. Und dann sehen wir uns, also höchstwahrscheinlich frohgemut nächste Woche wieder. Und dann zeige ich euch bestimmt ganz viele tolle Sachen. Ne? Alles klar. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, schöne Ferienbeginn, schönen Urlaub, was auch immer ihr habt. Auf jeden Fall vergesst die Stricknadel nicht und die Wolle nicht. Und habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.